Zugeschaltet ist uns jetzt der Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer. Guten Abend nach München. Hallo. Hallo nach Berlin. Wie sehen Sie das denn? Findet diese Differenzierung rechts bzw. konservativ versus rechtsextrem statt? Also der Begriff rechts ist natürlich tot. Also wer sich selbst als rechts bezeichnet, der gilt irgendwie als Nazi. Jetzt kann man immer einwenden, ja, also rechts ist doch eigentlich nur die andere Seite von links. Deswegen unternehmen ja Konservative immer so Ausweichmanöver rhetorisch, ne, und reden dann davon, dass sie konservativ sind oder rechtskonservativ, wenn sie sich was trauen oder dass sie bürgerlich seien. Ja, rechts steht letztlich dann wahrscheinlich auch für rechtsextrem, wenn man so will, als im Augenblick Kurzform. Dann kommen wir aber noch mal eben auf diese Proteste gegen die AfD. Zu was führen die denn? Hat es am Wochenende jetzt wirklich etwas gebracht? Wird man, wie sehen Sie das, werden dann mehr Wähler jetzt zu anderen Parteien überwechseln? Wird das die AfD wirklich schwächen? Das glauben ja nicht mal die größten Enthusiasten, dass man natürlich der AfD jetzt nennenswerter Zahl Leute abspenstig machen wird. Also ich glaube, es ging erstmal darum, sich selbst zu vergewissern. Und das, so heißt es ja auch auf den Plakaten, dass man die Mehrheit ist. Ja? Wir sind mehr, ist ja der Spruch oder der Hashtag, unter dem das Ganze lief. Das ist natürlich ein bisschen paradox. Also das Ganze soll ja eigentlich ein Zeichen der Stärke sein, ist aber, wenn man genauer darüber nachdenkt, natürlich eher ein Eingeständnis der Schwäche. Denn, also wenn man sich unterhaken muss als Mehrheit, um sich gegenseitig zu versichern, dass man die Mehrheit ist, zeigt es ja, dass da offenbar ein großes Unbehagen bis ein großes Fragezeichen steht. Also eine Mehrheit, die weiß, dass sie die Mehrheit des Landes auf ihrer Seite hat, die muss solche Demonstrationen ja gar nicht veranstalten. So. Und was man natürlich auch weiß, ist, dass erkennbar auch diese Regierung vor allen Dingen die Mehrheit im Lande verloren hat. Insofern ist es ja auch ein Appell eigentlich an wen? Sie sprechen die Regierung schon an. Welche Rolle nimmt denn Bundeskanzler Scholz bei den Protesten ein? Na gut, das ist jetzt ja der Versuch, sozusagen die letzte rettende Planke zu erreichen, ne? Als SPD, also den Antifaschismus. Also wenn alles andere nicht mehr funktioniert und die Umfrageergebnisse im Keller sind, ich meine 13%, ja, für eine Kanzlerpartei, das hat es in Deutschland noch nicht gegeben. In München bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer weiß man, dass das Festkomitee überlegt hat, wie sie es um Gottes Willen verhindern können, dass der Kanzler spricht, weil man ein Pfeifkonzert der Fans erwartet hat und damit die ganze Trauerfeier ruiniert worden wäre. Also hat man, war man Gott froh, dass der Bundespräsident spricht und mit damit also die Rede des Kanzlers verhindern konnte. Also das ist der Stand in Omik, den die SPD erreicht hat. Und jetzt eben versucht man eben auf dieser Planke des Antifaschismus, des antifaschistischen Kampfes gegen rechts irgendwie noch das rettende Ufer zu erreichen. Ich glaube, das wird nichts werden. Das also wird auch am Ende möglicherweise natürlich in einem ganz großen Kater enden, weil die Ergebnisse also sowohl für die SPD als auch für Rot-Grün sich durch solche Demonstrationen ja nicht verbessern werden. Jetzt besteht natürlich bei den Sozialdemokraten der fromme Wunsch, dass der Kanzler im Laufe des Jahres irgendwann wieder zurückkommt, dass die Umfragewerte auch wieder steigen. Aber offenbar gibt es da auch Zweifler oder einige in der Partei wie Frau Schwesig, die jetzt doch einen neuen Stil innerhalb der Regierungspartei oder überhaupt innerhalb der Ampel anmahnen. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass dann in der SPD doch die Nervosität steigt? Das konnte man ja jetzt auch verschiedentlich am Wochenende lesen. Also so richtig traut sich noch keiner, auch aus der ersten oder zweiten Reihe der SPD nach vorne und sagt, wir müssen mal darüber nachdenken, ob wir noch den richtigen Kanzler haben. Wenn man so will, hat die SPD ja eine ganz positive Situation. Sie hätte ja einen Ersatzkanzler. Nach Lage der Dinge wäre das unser Verteidigungsminister Pistorius. Also dem die Herzen nach wie vor zufliegen. Also das, der Mann verkörpert alles, was man an Scholz vermisst. Also diese gewisse, sagen wir mal, zupackende Art, trägt also, jetzt, also verbietet sich und verbiegt sich nicht ständig den Mund, wenn er redet. Ja, die Leute verstehen, was er sagt. Also der bringt ganz vieles mit, was man bei einem Kanzler erwartet. So. Nur, das ist natürlich eine Wahnsinnsoperation, also den Kanzler in der Mitte der Legislaturperiode auswechseln, vor allen Dingen, wenn der selber ja gar nicht will, der hält sich ja nach wie vor für den richtigen Mann an der richtigen Stelle.
Tja. Insofern schauen wir mal, ne? Wir warten das einfach ab, gemeinsam mit Jan Fleischhauer. Vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön.